Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sons of the Fox mit Dorian, der sich schon mal vorgebracht. Hallo. Bück dich. Ja. Nein. Wir machen weiter mit unserer epischen Mauer gleich. Sobald Dorian was essen und trinken gefunden hat. Wie fülle ich denn eigentlich dieses komische Stärke-Symbol unten rechts auf? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie gesagt, du musst dich regelmäßig gut ernähren und so. Aha. Ja, mach ich ja. Ich ernähre mich von Energies und Fertigzeug. Ja, das ist optimal. Auch übrigens, Essen ist ja noch ein Feuer, das ist irgendwie... Ja, Essen habe ich noch genug. Mir fehlt gerade eher was zu saufen, muss ich ja sagen. Ja, ja, deswegen komm mit. Wir können zum Wasser gehen. Ja. Und denk dran, die Sachen sind hier auch respawned, ne? Ah ja, stimmt. Ja. Wir haben ja ein kleines Päuselchen gemacht. Nein. Doch. Medizin collected. Ah ja. Hallo. Gute. Achso, ja, das ist Radio. Ich bin auch dumm. Ja, das finde ich doof, dass man das nicht mitnehmen kann. So. Oh ja, Alter. So mit der Jukebox durch die Höhlen und dann gehen sie sich ja, wer kommt denn da? Besser. Allein, dass wir hier immer wieder Granaten finden, Alter. Ja. Ich meine, die müssen ja wahrscheinlich auch was bringen, oder nicht? Ja, klar, aber naja. Dafür müsst ihr erstmal ein paar Leute finden. So, jetzt gehen wir erstmal zu einer anderen geheimnisvollen Geheimhöhle, um das Trinkproblem zu lösen. Weil, ja, keine Ahnung. Hast du auch ein Trinkproblem, ja? Ja, ich bin Alkoholiker, das bin ich auf die Insel auch absichtlich abgestellt. Das ist hier der Resort, ja. Damit du deinem Abstinent wirst. Der Club, der anonyme Alkoholiker hat und einfach den Helikopter abgeschossen und dann. Dann wird so, jetzt wird nüchtern. Also, nee, weißt du, warst auf dem Weg quasi zur Therapie und dann ist deine Gesundheitskarte nicht akzeptiert worden. Hast dich abgeschossen. Genau. Oh Mann. Hier kannst du erstmal aus dem Fluss laufen. Kennst du auch diese Memes quasi, wo der Typ von der Therapie, quasi der Psychologe, quasi bei den Problemen hilft und dann deine Kreditkarte wird nicht akzeptiert. Mhm. Dann macht er ein Leerzeichen bei Therapist rein. Mhm. Dann ist er der Rapist. Ah, das sieht ja alles so idyllisch aus, oder dieser fucking Wasserfall. Oh ja, das sieht nach 42 FPS aus. So. Ich hab 60. Also, ja, mit einem Shadow Gaming PC wäre das nicht passiert. Oh Gottes Willen. Ich meine, flüssig genug läuft's. Mit so einem Normalfall habe ich jetzt hier so um die 52 oder so, das reicht mir eigentlich aus. Ja. Und ich spiele ja eigentlich auch auf so Texturen auf jeden Fall voll und so weiter. Also. Mhm. Ja, ich bin ja auch auf hoch unterwegs. Ich habe irgendwie so ein Anti-Aliasing oder sowas habe ich aus, was irgendwie Kantenglättung, weil ich mag das nicht, wenn das so weich ist, ich weiß nicht. Echt, du magst es, dass an der Distanz alles rumschwimmt, also ich persönlich nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ist, das ist, was dafür verantwortlich ist, aber. Oh, hier ist ein Seil. Okay. Aber es ist halt irgendwie, ja, so ein bisschen kantiger, sage ich jetzt mal. Das mag ich mehr, als wenn das so verschwommen ist, weil dadurch, dass ich sowieso schon irgendwie gefühlt halb blind bin, verunsichert mich das immer so. Warum hast du jetzt den Baum kaputt? Ich hasse die Natur. Aber mir ist das noch nicht am Ziel, dass ich meine Leute wieder zurückbringe. Verschwendung. Das spawnt, der ganze Quatsch spawnt doch eh nach, oder nicht? Gute Frage, ich weiß gar nicht, ob die Bäume auch spawnen. Wenn die Items nachspawnen, spawnen aber wahrscheinlich die Bäume auch nach, oder nicht? Ja, es würde Sinn machen, aber ich meine, es würde so vieles Sinn machen. Ja, stimmt doch wieder. Wo ist er? Wenn du auf die Karte guckst, wir haben wieder ein blinkendes Symbol vor uns. Da mischen wir hin. Oder hin. Die Analperlen, die wir schon immer holen haben wollten. Ja. Ich bin mir gerade extra nicht sicher, ob es der Ort ist, wo ich jetzt hin wollte mit dir gerade, wegen dem Wasserproblem. Aber ich meine, wir finden es ja raus, oder? Ja, so sind ja hier mutige. Vielleicht treffen wir auch die GZ-Mitarbeiter wieder. Wir sind ja hier mutige Erfinder, sag ich schon, Entdecker. Hier ist der Eingang. Die haben ja auch online mit mir Golfkart gespielt, ne? Das ist halt jetzt so. Dachte ich mir auch gerade, ist das ein Golfkart oder was? Die Frage ist nur dann, wo ist hier der Golfkurs? Achso, das sind die Mitarbeiter vom Golfkurs, achso. Ja, weiß ich nicht. Was meine Faktor noch da? Nee, die Höhle, der Höhleneingang ist immer nur. Hallo? Laggy as fuck. Ja, das war meine erste Höhle hier im Let's Play oder allgemein im Spiel, die ich mir besucht habe. Weil ich mir dachte, hey, das ist so toll, blinkend markiert, das muss ja ganz toll sein. Hab ich mich hier in die Hosen geschissen. Das war, oh mein Gott, langer, dunkler Gang. Ich mit einer Axt hinter dir.
Und ich war noch nicht klug genug, mir eine Fackel zu bauen. Aber willkommen im Gamingzimmer. Oh ja. Hier gibt es Kisten und Sachen und guck mal, was da in der Ecke steht. Nicht mehr Batterien tragen. 100 Druckerharz. So, hast du da seinen Buchpapier. Laptop oder was? Ja, es ist hier das Gamingzimmer. Tim LeBlanc, Parallel Universes and Trouble Between Them. Ah, ja. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind wir. Oder Tim oder Timmy, der im ersten Teil das Kind so, weißt du. Ich glaube, wir spielen ja hier diesen Timmy. Du bist übrigens nicht mehr schwarz, fällt mir gerade auf. Was? Habe ich meine Hautfarbe jetzt geändert? Ja, spontan. Scheiße, jetzt muss ich das Thumbnail wieder anpassen. Bist du gestorben? Da schon gerade für einen Moment meine Axt sei weg. Nee, das ist momentan. Ja, aber guck mal, hier siehst du, was der Raum, der Purpose of the Room ist? Nee. Guck Was war doch das mal da in die denn? Ecke, da ist der Gaming-PC. Guck doch Was mal war? hinter dich. Ja, warte kurz. Mein Gott, jetzt ich hänge in der Ecke fest. Was machst du ja Ach für so, Scheiße jetzt? ja. Der 3D-Drucker. Genau. Ja. Jetzt. Da kannst du jetzt hier am Laptop dir ein lustiges Item aussuchen. Ach Beispielsweise so. die Trinkflasche. Fläche. Ich drucke einmal die Trinkflasche aus. Alles aus Naturharz, weil wir sind ja Bio und so, Ja, klar. Muss ja sein, auf der Insel. ne? Falls du Und vergessen ja. hast, wie so ein Mensch aussieht, da hinten ist ein Poster. Helmet, Chest, 250 Milliliter mal 10. Ah, ja. Ja, da kannst du nämlich so eine tolle Rüstung basteln. Ich drücke aber auch eine Pflaster, eine Wetterfläche. Kannst natürlich nur eine haben, weil sonst wärst du geistig überfordert. Okay, dann drücke ich mir auch eine aus. Ja. Maske, ach so. Wofür die sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also. Pechmesh, Schlitten, Pfeile, Trinkflasche. Ah, ja. Ja. Die Okay. Pfeile, da brauchst du einen speziellen Bogen für. Da weiß der 0815 Bogen nicht. Was ist das andere? Habe ich vergessen. Achso, die Maske. Ich habe keine Ahnung, was die bringt. Die soll wohl irgendwie. Bei diesen Ureinwohnern Fuzzis irgendwie was bringen, aber Dann, ja. wenn hier Covid ausbricht. Ja. Wir machen den Angst, sag mal, sind die so blöd und kämmen sich Masken vor die Fresse und glauben, dass das was bringt. Was war der andere Scheiß jetzt gerade? Muss man dann nachgucken. Rrr, ja, Enterhaken, das ist später ein toll. Und Tech-Mech, kannst du dir das die runde Rüstung wieder im Hintergrund machen. Die leuchtet auch so ein bisschen, aber. Die ist an und für sich recht teuer in der Herstellung. Also Die finde ich zumindest. sieht so aus wie dieses Zeug, was sie zum Motion Capturing benutzen. Ja, genau. Und die leuchtet auch so ein bisschen komisch. Das ist ganz witzig, sag ich jetzt mal. Mal Pfeile, Nee. So, ich könnte mal so eine lustige Tech-Mech-Rüstung bauen. Man sieht so, man sieht die ja auch an den Leuten. Wie hat man nochmal die Sachen auf Hotkeys gelegt? Einfach drüber und eine A-Taste drücken, wa? Genau. 1 bis 9. Okay. Ah, okay. So, Batterien, das hier, das hier. MacGyver Geräusch. Das ist für mich, keine Ahnung, kein MacGyver Geräusch ist, aber ich tue einfach so. Guck mal. Ist ja einfach in der Kurz. Münster. Betrachte Ich nicht mach meine wunderschöne Schönheit. Oh. Hey, das ist Ja. einfach nur eine Lichterkette, die du dir da fressen. Ja, genau, es ist so eine Rüstung quasi. Ah ja. Die man dann hat. I guess. Muss man Darf nicht ich nicht verstehen. auch mal schön sein? Nein. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Rüstung geiler ist als eine. Wie heißt denn das? Als eine Knochenrüstung, aber ich sag mal, sie existiert. Ich Also meine, ich schätze EA. mal wahrscheinlich, wenn die so teuer ist am Ende vom Tag, wirst du da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Protection von haben. Na, also ich finde die persönlich toll, weil du brauchst halt, kannst ja auch mal eine drucken, was Spaß. Du brauchst dafür halt Draht, du brauchst Klebeband, du Dieses brauchst Techmesh war Batterien. das, war? Genau. Okay. Und du brauchst eine Leiterplatte. Also, ich finde das ist schon recht teuer. Ich meine, gut, die Scheiße respawnt dann dauernd. Also, teuer ist ja auch Ja, also, relativ, naja. aber. Ja. Ich spalte ja hier mal vorsichtshalber. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Genau, jetzt musst du in Techmesh den Tagen. collected. Ja, Und und das dann? ist technisch gedönst, ist ganz unten in der Ecke, ganz unten rechts. Also noch weiter versteckt als Ah ja, ich sehe es, der ja. Und andere dann Scheiß. Ja, kombinieren, zur Platte genau. hinzufügen, und dann musst du einfach um die Hauptplatte herum, da findest du dann wahrscheinlich eine Leiterplatte, Batterien, Ach so, Draht, dann Klebeband irgendwas und an. Draht.
Oh Gott, wo ist denn der ganze Scheiß? Einen Moment bitte. Batterien sind ein Stückchen weiter oben links über der Crafting-Dingenskirchens. Hauptmatte, Hauptfeld, Deutsch. Der lässt mich aus irgendwelchen Gründen. Also. So, Batterien brauche ich. So, dann habe ich eine Leiterplatte, genau. Klebeband Und und Draht. Klebeband und Draht. Da, Klebeband und Draht. Ah, okay. Genau, das machst du mit Galvergeräusch und dann droppt es wieder unten rechts in die Ecke und dann kannst du es da anziehen. Tragen. So. Hab's angezogen. Hey. Sind wir beide hässlich. Geil. Jetzt Es können wir bringt Motion auch. Capture machen für das Remake von Final Fantasy 28. Es bringt auch ein bisschen Licht, nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ich glaube, wenn du die ganze Rüstung trägst, wahrscheinlich brauchst du gar keine Fackel mehr. Weil das wäre episch, ja. Aber da du ja immer wieder, wenn du auf die Fresse kriegst, Ja, gut, dann kannst du Rüstung ja wieder verlierst. herstellen. What the fuck? Ja, also was hier abgeht, weiß ich auch noch nicht. Dafür braucht man ja am Ende auch wieder so eine spezielle Keycard, aber hier liegt ein bisschen Loot rum, das kann man ansammeln. So eine Was neue ist das denn hier? Rolex. Ein bisschen Geld. Rad collected. Armband. Ja. Und ein bisschen Money. Bisschen Geld zum ins Feuer werfen, ne? Ja, da ist wieder die ganz tolle Tür, wo man nicht durch kann. Ich meine, zum Glück kann man auch nicht die Tür einschlafen mit so einer Axt, ne? Ich meine, das wäre kommt dann auf so eine Idee. Ist Ja, echt oder bitte. eine Waffe, das Schloss aufschießen oder so. Ja, nee, nee, Quatsch. Unsinn! das ist Verschwörungstheorie. Das will ich nicht Ja. hören. Pistolen sind eine Verschwörungstheorie. Die existieren gar nicht. Oh Mann. Ja. Was war's so bei SpongeBob? Salz ist ein Gerücht. So, und dann können wir hier wieder raus. Ja, das ist die 3D-Druckerhöhle. Die existiert. Nee. Kann man denn eigentlich auch verschiedene Rüstungen zusammen anziehen, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, ob die dann ihren vollen. Aber wir haben Besuch. Wo sind die Juden? Richtung Wasser, wo wir hergekommen sind, bringen wir erstmal. Weil wir müssen. Ach, mein verficktes Handy ist ja noch nicht eingestellt, dass es anbleibt. Ah ja, ich sehe den Bombenzoll, ne? Nein, es ist ausgelöst. Also ich glaube, wir müssen ungefähr in die Richtung hier, weil. Dann holen wir uns gleich mal noch eine moderne Axt. Ja. Ach so, gibt's noch eine bessere als die, ja? Ja, natürlich, es gibt Ach viele so. bessere. Gibt's denn noch die alte aus dem ersten Teil, diese rote, diese komische? Das war ja die Feuerwehraxt so gesehen, dass die wird ja so gesehen durch diese Axt hier ersetzt, die wir jetzt schon angesichtet haben. Ach so. Ich muss mich gerade nur, während wir hier rumlatschen, versuchen auf der Map zu orientieren. Was nicht so einfach ist, wenn man fette Finger hat und versucht reinzuzoomen. Ja. So. Da klettert ein Jude hinter uns den Baum hoch. Ah, Ja, die kommen ich näher, komme. die kommen hinter Ja, uns. ja. Ja, die glotzen nur. Wenn das so kleine Schwarze sind, die glotzen meistens nur. Wenn wir sie jetzt nicht aktiv angreifen, können wir sie erstmal ignorieren. Warte mal, wo ist denn das hier? Ich war ja da schon mal an und für sich, aber ich bin dämlich. Ist das in der Nähe davon? Ah ne, von dem kleinen Kämmerlein. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Lass mich hier hoch. Ich glaube, du hast uns hier in eine Falle gelockt. Ja, genau. Das war 2 Minuten Masterplan, das wollte ich umbringen. Hätte ich Glaube dein ich dir. Essen, dein Ja. köstliches Fleisch. Passieren. Gib mir ein knuspriges Stück Fleisch. Hast du Enderal endlich mal gespielt? Nee, nee. Ah, direkt so. Kann ich nicht behaupten. Musst du machen. Das ist Fall ich in die Pflicht. Spalte. Glaube ich dir. Blöder Hase. Oh Gott, Hallöchen. Oh, Nein, Juden. kein. Kleinen Kackbatzen. Ja, sollen die sich angreifen, dass die auch mal ignorieren. So, für eine Weile sind die auch mehr oder weniger friedlich, die sind nur neugierig, was abgeht, aber. Sind es aber Verrückte oder sind es die Ureinwohner oder was ist das? Gute Frage. Ich habe sie nicht gefragt, und was sie sich identifizieren. So, muss man ja heutzutage, das vergesse ich Ja, schon wieder. nicht, dass sie uns nachher noch verklagen. Nicht, dass sie sich als Affen identifizieren und deshalb klettern sie auf die Bäume. Ja, da verklagen sie uns, weil wir sie als Ureinwohner oder sowas Ja, bezeichnen. wir haben sie misgendert, ja. Ja, das ist schlimm. Du kannst eine ganze Schule über den Haufen schießen, aber wehe, du misgenderst die Schützen, Schütz S. Schützt Dann divers.
Dann gibt's ein Problem. Schütz etwas, oder? Dieses scheiß Vieh, was hier noch rumläuft, Alter. Tap, 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 tap. Ja, ist wann, dann ist das mir das Lust. Huch, Brockel. Oh, ja, bei mir auch, ja. Ja, ein neues Biom wurde wieder anhört. Nein, keine Ahnung, oder? Passiert halt auch manchmal. Was hat Bio damit zu tun? Weiß ich nicht. Bio und divers. Ah, fuck, ich glaube, können wir uns hier das Ausrufezeichen auch gleich noch holen? Meine Fresse. Da musste ich nur noch mal kurz herausfinden, wie man einen Bogen bastelt. Jetzt können wir sogar auf den Weg herlaufen, das ist nicht praktisch. Dass hier jemand schon mal hergekommen ist und extra den Weg von uns angelegt hat. Zu sehen, das von den Leuten. So. Guck mal, Stuff rum. Premium. So, und wenn du jetzt hier einen Weg nach unten findest, also nicht direkt runterspringen, das empfehle ich nicht. Ja, hier sieht's halbwegs gut aus. Ja, geht so. Neue Anleitung im Inventar verfügbar, ja. Ja. Weil ich, glaube ich, Alkohol gefunden habe. Oh fuck. Oh ja, klar, alles gut. Und mit Alkohol können wir einen Molotov-Charakter erst basteln. Guck mal hier unser Freund ab. Siehst du ihn? Ja, so geht's natürlich auch. Ta-ta-ta-ta, wir haben eine Taschenlampe. Die meiniges effektiver ist als ein Dings. Genau. So, leg die Müll weg, weil die braucht Batterie. So, nun gehen wir uns noch schnell die Axt snacken. Die sollte da unten sein, da unten ist so ein kleines Lager. Und da liegt die halt rum, ne? Auf ihrer faulen Haut. Du lügst doch. Nee. Wenn sie den Ort dafür nicht geändert haben, müsste das noch da rum. Ich weiß ganz genau, du willst, das ist dann nachträgliche Aprilschätzung, dir. Ja. Mal dazu können wir das Radifans anwenden. Ach, weil hier Wasser ist, können wir die Wasserflasche mal kurz auffüllen, dafür müssen wir sie erstmal ausrüsten. Die ist unten links. Ich sehe sie. Ja. Ja, und die hält, glaube ich, 2 Wasserladungen, also, ja. Also, wenn du was trinkst, dann musst du halt zweimal zum Fluss trinken, quasi. Guten, oh nein, ich kann nicht mehr Medizin tragen, verdammt. Mich auch total interessieren. Das ist ja nur Medizin, ja, das ist mit dem. Ta-ta-ta-ta. Ja, kann ich nicht bestanden, was soll ich. Oh. Ja, sonst kann man übrigens auch zerschlagen, da kriegt man einen Platinenboss. Oh, das ist dann wunderschön. Jetzt haben wir eine bessere Axt, ist das nicht toll? Wunderbar, das ist eine riesige Axt, das wollte ich auch haben. Das ist gut, wieder C4 gefunden. Was man halt so, auf so einem Campingtrip mitnimmt, ne? Oh ja. Ich hab gerade im Song mal schon Caillou, was machst du? Im Nachhinein gut, dass wir das Wasser hier getrunken haben, weil, guck mal. Unser Wasser wurde verunreinigt. Das gehört dazu, das muss so. So, dann wollen wir jetzt zum Strand und unser wunderschönes Weltreich errichten. Oh ja, lass uns das Dritte Reich errichten. Okay. Auf durch den Wald zurück nach Hause. Oh nein, rote Bäume, ich mag euch nicht. Stirbt. Sterbt. Keine Ahnung. Das sind halt auch nur Bäume, aber. Sie dürfen nicht existieren. Es gibt nur grüne Bäume. Ich hasse die Natur. Es dürfen nur grüne Bäume geben, wenn überhaupt. Oh fuck, sorry. Oh, Entschuldigung. Nein. Ach guck mal, das sieht doch auch schön idyllisch aus. Ja, hier wäre eigentlich auch geil, so mittendrin hier so ein Camper oder sowas. Aber da haben wir kein Radio, das ist ja auch scheiße. Ja. Das ist der einzige Minuspunkt. Ich muss mal gucken hier wegen der. Kann man keins bauen, Alter?
Nee, soweit ich weiß nicht. Ich meine, du kannst es ja auch nicht mitnehmen, also, ja. Du kannst es durch die Gegend kicken, aber das Problem ist, das respawnt halt jedes Mal, wenn du es wegkickst. Weil bei mir hat es Kevin geschafft, das Teil unter den Boden zu klitschen und ja. Ich dachte, wow, cool, der einzige Grund, warum ich hier gebaut habe, ist weg, danke. Aber es ist zum Glück respawnt. Oh Gott, Viechers. Oh, es ist sogar ein Babyreh. Ein Kiez, oder wie das heißt. Ich hab's abgeschlachtet, bis ich hier alles ermordet. Gut, Rexo. Ja, dafür habe ich jetzt eine Haut genommen. Alles meine Haut. So, Nom, okay, er frisst das Rotfleisch. wieder roh. Er ist ja richtig gebissen. Richtung Durchfall Scheißegal. von. Ja. Bist ein männlicher Mann, du frisst das Fleisch roh. Natürlich. Komm her, Aber du ich. Jude. Hier doch was Schönes, Nöde. Schatz. Nieder mit den Büschen. Nieder mit den Büschen. Nieder mit den Büschen. Ich würde das nochmal, Save a Tree Burner Book. Falls du das kennst. No. Postal 2. Ein sehr nettes Ja, Spielchen. Postal ist eigentlich auch ein Spiel, was ich mal spielen müsste, aber da habe ich irgendwie nicht die Geduld für. Ja, wenn Ich man habe irgendwie keine sofort irgendwie Amok laufen möchte, aber das Spiel hat Ahnung. ja tatsächlich eine Story. Ich muss auch mal ganz kurz was fressen. Aha. Oh Never nein, is Gimmick. ich hab verrottetes Fleisch gefressen. Ich bin auch tot. Oh. Scheiße. Oh Du könntest ja nee. im Camp machen, lass kommen. Wie fallen lassen? Achso, okay, so mache ich das einen Moment. So, okay, alles gut. Das Stückchen wirst du ja noch durchhauen, wenn hinter reicht jetzt, ja, Hölle. Du Ich kann kaum erwarten, verfressener das dritte Reich weiter aufzubauen. Sack. Oh, hier ist wieder. Oh, ich glaube, hier ist ein Kannibalenlager. Hallo, wollen wir die Leute begrüßen? Warte mal, ich muss erstmal die Axt ausrüsten, dass die auf der auf dem Hotkey ist. Hopp. Perfekt. Mal zu Hause. Die Kiste kann man hier nicht aufmachen, oder was? Doch, oh. Auf jeden Fall alles kaputt machen, vielleicht bringen wir was raus. Guck mal, sie auch. Guck mal, sie haben eine Menschensuppe gekauft. Fußball, da du bist. Du bist dein schlechter Torwart. Ich weiß. So, ich tunnel dich, pass auf. Na, verdammt. Was ist denn dieser scheiß Klumpen jetzt hier? Meine Leiterplatte raus, wenn man das Ding kaputt macht. Ja, die Laptops. Ne, die Ich mag die Radios. am Radius gesammelt, ich sehe schon. Lol. Na, Ach, guck dazu mal, Menti. da ist der Radiobesitzer. Hallo. Na, wir haben deine Radios kaputt gemacht, blöd, ne? Seit wann hast du die Sichel, du Arschloch? Vor allem, warum hast du denn die Sichel, die ich nicht mitnehmen kann? Ja, das ist natürlich auch komisch. Was ist denn hier? Ist noch ein Seil. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Eintopf holen, ja? Sagen wir mal so. Ich glaube, wir sind nicht sehr happy. Hat die Menschensuppe auch aufmachen, Mann. Ne, du kannst du kaputt schlagen, dann kannst du mit Facebook rein. Na gut, Oh, Hallöchen. War das dein Mann? Guck mal, Bruder. Oh, ich hab viel geköpft, die Scheiße. Schlampe. Ja, sie ist ja tot, ne? Muss sie gar nicht mehr klatschen. Hier bin ich mit der Else mal tanzen gegangen und du bist so tot. Die Kugel gegeben. Ja. Oh nein, ich hab seinen Arm geknuspert. Ich dachte, das wäre eine Blume. Ja, sieht ja auch sehr gleich aus. Ja, es war eh, ich dachte, oh cool. Naja. Die waren schon tot. Ab weiter nach Hause. Die sahen sogar noch halbwegs zivilisiert aus, weil die hatten Klamotten an, aber na gut. Also ich werde niemanden, der mich mit einer Sichel angreift, als zivilisiert bezeichnen, aber ja. Ne, vielleicht war es ein Druide. Bestimmt, mit einer Sichel. Vielleicht war das Miracolix. Deshalb hat er dir auch versucht, die in die Fresse zu schlagen, weil er. Ja, weil er verwirrt ist. Ja, weil er dir Zaubertrank geben wollte, oder? Genau. Oh Mann. Miraculous und Magifex, ich weiß nicht mehr.
So muss ja, Magifix könnte echt so ein römischer Feldherr gewesen sein, weiß nicht. Ja, wenn dann ein gallischer. Oder ein gallischer. Was auch cool ist an dem Strand, du siehst halt diese Viecher, wenn sie angeschossen kommen, ne? Ja, natürlich. So im Wald. Wald. Haben sie viel zu viel Deckung. Mal schön die Steine an, ne? Keine Ahnung warum. Ah, bin voll. Ich bin voll wie unser Laderaum. Breit so wie das Meer. Oder so. Breit so wie die Ärsche. Breit so wie die Ärsche von den Weibern auf Tortuga. Genau. Da ist schon unsere glorreiche Mauer. Dann schmeiß ich ein bisschen Fleisch auf die Pfanne und dann kannst du das fressen und dann kann man ein bisschen Holz haben. Wir müssen ja auch an unsere aufgewogene Ernährung denken. Zum Glück haben wir ja keinen Dünnschiss oder sowas. Oh ja, ich wundere mich auch, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen. Aber das Kacken-System oder nicht? Boy, boy. Boy, boy. So, das kannst du rotten Fleisch erstmal darauf schmeißen. Perfekt. So, dann glaube ich mal, das kannst du was immer dafür machen. Lecker, lecker, lecker. Yum, yum, yum. Hast du auch noch Fleisch gehabt? Nee, ich habe nur noch diese. Ich habe kein Fleisch dabei mehr. Okay. Ja, sollte es noch essen. Das wird mir auch voll. Weißt du, was noch voll ist? Und so auch eine Zeit. Haha, Zeit, einen kleinen Cat zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Just.